Seid gegrüßt und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Im Gespräch. Und ihr seht schon am Umfeld und an dem, wo ich gerade bin, ich bin im Blaubeerwald bei Martin. Grüß dich, Martin. Martin. Freut mich sehr, dass du wieder da bist. Deshalb war für mich eine Freude, wieder hierher zu fahren, weil unser letztes Gespräch ist noch gar nicht so lange her. Mhm. Aber das Umfeld hier, die Energie bei euch im Blaubeerwald ist was ganz, ganz Besonderes. Mhm. Und deswegen, als ich schon in den Wald reingefahren bin, dachte ich, tut gut. Ja, es gibt halt noch nicht so viele Plätze, die halt diese Frequenz, die wir allgemein mit 5D in Verbindung bringen, wirklich schon aufgebaut haben und erhalten können, weil das ist schon auch viel Arbeit. Weil wir sind ja doch auch ständig im Einfluss von außen. Das heißt, wir müssen auch schauen, dass wir da wirklich sauber bleiben. Mhm. Auch die Menschen, die natürlich in den Blaubeerwald reinkommen, bringen wieder Dinge mit. Das muss alles transformiert werden, beispielsweise angehoben werden. Ja. Die Tiere selber, für die ist es ein Genuss. Also die belasten jetzt überhaupt nichts, im Gegenteil, die tragen das mit und natürlich die ganze Natur. Mhm. Aber es geht ja um die Menschen. Ja. Das künstliche Feld, was halt über die Erde gelegt wurde, wo eben versucht wird, dass wir in 3D festzementiert werden, das dürfen wir natürlich auch immer wieder puffern und schauen, okay, wie gehen wir damit um? Und ja, es ist halt schon auch ein Act momentan noch, aber es wird immer mehr. Ja, aber das ist aus meiner Sicht aber auch die Phase des Übergangs. Ja. Wir erleben es seit jetzt mindestens in Deutschland, seit mindestens 3 Jahren, seit 2020, wo halt sehr viel passiert ist, wo auch viele Gerüchte laufen, die wir nicht bestätigt bekommen. Ja? Aber wir sehen es auch in der Politik, wir sehen es in der Wirtschaft. Wir haben die Corona-Krise durchlebt. Ja? Die Menschen, die sich mit der germanischen Heilkunde befasst haben, haben dann mehr oder weniger über Corona gelacht. Weil Grippesymptome sind, das habe ich ja schon mal in einer Sendung gesagt, ich habe es erlebt, eine Entgiftung des Körpers. Ich bin durch die Entgiftung gegangen und 2,5 Wochen durch alle Grippesymptome. Ich weiß aber, dass es eine Entgiftung war, weil sie wurde von der geistigen Ebene angestoßen. Und das hat mir wieder gezeigt, wie wichtig es ist, dass wir in unserer vollen Kraft und Stärke bleiben und mutig nach vorne gehen. Und nicht uns auf die Couch setzen, Popcorn essen und sagen, schauen wir mal. Ja, gut, das ist die eine Seite. Das ist natürlich auch ein Stück weit Ablenkung, weil wir sind alle mitbeteiligt. Wir sind ja alle Zellen dieses Organismus. Und gerade diejenigen, die von sich behaupten, sie sind auf dem Weg in die 5D oder in Erde, nach Erde 2 und so weiter, das ist eine sehr intensive Transformationsarbeit, die jeder natürlich zuerst mal bei sich selber beginnen oder umsetzen muss, weil wir müssen uns ja auch alle energetisch klären. Wir sind alle verseucht von dem Luziferisch-Satanischen. Wir sind auch durch die Ahnen natürlich, also das ist auch eine ganz wichtige Arbeit, das weißt du ja. Und, aber auch für uns persönlich, unsere Seelenbiografie, die ganzen Themen. Ich meine, wir sind jetzt noch 60er-Jahrgänge, also in dem Sinn, wir sind noch mal tiefer eingetaucht in die Polarität, als wir inkarniert sind. Manche, die jetzt dann 80er, vor allem dann die ab 90er, dann die 2000er und die nach 2013, die sind in ganz anderen Welten, die sind gar nicht mehr so in die Matrix inkarniert, wie wir das gemacht haben. Aber wir haben ja uns ja auch entschieden, das mitzutragen und die Umwandlung eben der 3D eben auch mitzumachen. Und da wir ja alle ein kollektiver Organismus sind, ist es unbedingt wichtig, dass all die Menschen, die jetzt erkannt haben oder am Aufwachen sind, dass die wirklich ihre Arbeit tun und sich befreien. Ja. Und du hast es vorher selber gerade gesagt, eben Entgiftung, Detox. Das ist ja nicht nur eine körperliche Ebene, sondern wir müssen ganz viel Energetisches und Emotionales und Mentales, diese ganzen Weltbilder, aber auch die ganzen traumatisierten Emotionen, die ganzen gefangenen Emotionen, wo wir in dichten Frequenzen der Angst, Ärger, Frust, Selbstzweifel, all diese Dinge. Da kursiert ja momentan schön diese Hawkins-Skala im Internet, wo er auch schön aufzeigt, okay, welche Emotion hat welche Frequenz. Und wir wollen eigentlich alle auf die Liebesfrequenz. Ja. Jetzt kommen, müssen wir auch, das ist so das Eintrittsticket, wenn wir in diese höhere Sphäre wollen. Und da sind wir natürlich alle gefordert, weil wir haben ja alle noch Egos, Persönlichkeiten, eben diese Altlasten. Ist schon sehr intensiv. Aber es ist im Grunde aber auch sehr schön. Ja. Weil
so wie wir uns jetzt kennenlernen dürfen, mhm, uns als Wesenheit, mhm, als geistige Wesen, die in materielle Körper inkarnieren, mhm, das haben unsere Ahnen nicht hingekriegt. Die waren nicht in diesem Schwingungswandel, den wir ja gerade durchlaufen, dieses Rauf und Runter. Wir bekommen viele entsprechende Schwingungen auch von außerhalb, mhm, die uns unterstützen, die uns helfen. Und das haben unsere Großeltern beispielsweise nicht erleben dürfen. Da war es noch viel zu dicht. Genau. Genau. Aber ich meine, was du sagst, diese Außeneinflüsse, mhm, das ist massiv. Ja, also echt? Wenn man betrachtet, was astrophysikalisch, solar, mhm, auch wie die Erde selber sich jetzt, ja, momentan wandelt, also da bricht jetzt alles auf. Also wir können wirklich wahrnehmen, weil auch die Prophezeiungen haben ja darauf hin, dass es nicht mehr durch Wasser geschieht, die Reinigung, mhm, sondern durch das Feuer. Mhm. Und dieses kosmische Feuer, was, ja, jetzt reinkommt, das ist unglaublich, ja, also was das alles bewirkt, mhm, und wie vielfältig, das geht ja bis in die Raumzeitstruktur der, ja, Matrix selber, ja, wo sich die Naturgesetze sozusagen verändern, mhm, wo man immer gesagt hat, die sind in Stein gemeißelt, mhm, klar, im materialistischen Weltbild. Bei der Wissenschaft ja. Ja, ja. Aber wir wissen, mhm, dass wir mit unseren gottgegebenen Fähigkeiten, wir sind ja alle Schöpferwesen, dass wir da schon enormen Einfluss nehmen können. Und je höher unsere Schwingung geht, je höhere geistigen Ebenen wir leben, da können wir auch materialisieren. Da erschaffen wir ja selbst die Materie. Ja. So, unser göttlicher Vater hat uns alles mitgegeben. Ja. Der hat nichts für sich behalten. Er hat uns alles mitgegeben. Er muss ja nichts für sich behalten, er ist ja alles. Genau, das ist es. Das bleibt dabei. Ja, das Wichtige ist, dass wir anfangen, aus meiner Sicht, dass wir anfangen, das wieder in unser alltägliches Denken zu integrieren. Müssen wir. Wir sind Kinder des göttlichen Vaters, ja, ja, oder der göttlichen Mutter, die unsere innerirdischen Geschwister, wer die Talos von Athos Bücher liest, der weiß, mhm, die sagen immer Mater, Mutter, mhm, und Vater. Mhm. Und wenn wir uns dessen wieder bewusst werden, mhm, dann gehen wir mit einer ganz anderen Energie, einer ganz anderen Stärke und mit Tapferkeit ins Künftige. Ja? Ich nehme da immer so gerne das Bild, wenn ich vor einem Abgrund stehe, mhm, ich gehe diesen Schritt ins Ungewisse, mhm, weil ich weiß, ich kann nie tiefer fallen als in die haltenden Arme meines göttlichen Vaters. Mhm. So, und diesen Schritt habe ich irgendwann gemacht, letztes Jahr, als ich meine Wohnung aufgelöst habe, seitdem auf Reise bin, die jetzt im Sommer natürlich nochmal intensiviert wird. Und ich darf so viele wundervolle Menschen kennenlernen, ich darf ihnen helfen, ich, mhm, darf sie unterstützen. Mhm. Und das ist auch eine Freude, zu sehen, dass plötzlich in diesen Menschen etwas in Bewegung kommt, mhm, energetisch, was, mhm, in Bewegung kommt. Mhm. Bei vielen ist das so, wenn wir dann ein längeres Gespräch geführt haben, dann laufen die Tränen. Mhm. Und dann sage ich immer, sei dankbar dafür, dass die Tränen laufen, deine Emotionen, deine Gefühle sind in Bewegung gekommen. Das ist Heilung. Ja, genau. Pure Heilung. Also wenn der See der Tränen sich endlich öffnen darf, und ja, dann sind wir nicht mehr in der Setzungsursache, wo wir noch leiden, weil wir, ja, Opfer sind, ja, sondern dann darf das nochmal durch uns hindurchfließen und gehen. Aber das braucht sehr viel Urvertrauen, was du sagst. Ja. Tapferkeit, also Urvertrauen ist ein Riesenthema, ja, natürlich, ja, jetzt wo die ganzen alten Strukturen kollabieren müssen, mhm, weil es einfach nicht mehr passt, ja, weil die ganzen Frequenzen und Qualitäten nicht mehr für dieses Neue, ja, passt. Und das macht natürlich Angst, wenn du nicht diese Verankerung in, mhm, der göttlichen Verbindung, mhm, hast. Also wenn du weißt, hey, ich bin eh ständig in der Umarmung von, ja, Mama, Papa, Gott. Ja. Ich bin ein Schöpfer, ich kann diese Qualitäten nutzen. Ich muss mich einfach disziplinieren. Also ich muss meinen Menschen halt dahingehend trainieren, dass er auch wirklich nicht mehr die alten Kamellen aus dem Unterbewusstsein, die auf Angst basieren, mhm, ständig eben im, ja, Hamsterrad nährt und, ja, manifestiert, sondern wirklich dann mich herausziehen, das natürlich heilen, transformieren, ja, aber gleichzeitig eben mein göttliches Schöpferbewusstsein mehr und mehr stärken. Und das, mhm, ist ein Alltagsthema. Ja. Weißt du, weil viele ja doch, okay, am Wochenende oder ich bin bei einem Seminar gewesen oder ich mache doch da immer wieder ab und an bei kollektiven Meditationen, mhm, mit und so weiter. Aber das reicht nicht. Nein. Sondern es muss wirklich 24/7, ja, zu unserer neuen Lebensweise, mhm, werden in dieser Qualität. Und das ist halt eben Arbeit. Ja. Bereinigung. Innere Arbeit. Ja, ja. Aber sie, ja, macht stark. Ja, natürlich. Das ist ja das Wichtige. Sie macht stark. Ja, sie bringt uns die Stärke, die wir sowieso sind, und wieder ins Bewusstsein. Aber das Spannende ist ja, dass die meisten Menschen denken ja gar nicht daran, dass es viel schwieriger war für uns als Schöpferwesen, uns zu diesen Würmchen machen zu lassen, mhm, oder natürlich uns auch da rein zu begeben, ja, in dieses Gefängnis, in diese Identifizierung. Mhm.
Und das ist genauso wie die Geburt ist eigentlich für die Seele anstrengender, in diese Welt zu kommen, als wieder das Gehen können, wieder die Befreiung, also die Entkörperung. Und das ist genauso jetzt, also wenn wir uns dem hingehen, aber das braucht, wie gesagt, die Grundlage braucht halt wirklich das Urvertrauen, dass wir wissen, hey, wir können diese ganzen gelernten und Fremdwissen, Weltbilder, die wir aufgenommen haben, dürfen wir jetzt ablegen, weil das einfach nicht mehr stimmt. Und klar ist, nimmt der Druck im Außen zu, oder es wird uns auch bewusster, je mehr wir uns dem rausziehen, umso stärker wird uns natürlich diese Diskrepanz bewusst zwischen diesem 3D und 4D, 5D Bewusstsein und das macht natürlich auch nochmal was. Und wenn wir nicht dann die Anbindung haben an gleichwertige oder gleichgesinnte Seelengeschwister, die eben auch auf diesem Weg sind und wir sind Einzelkämpfer oder eben alleine unterwegs, das ist natürlich schon heftig. Ja. Deshalb habe ich damals auch vor 2 Jahren, Pfingsten vor 2 Jahren angestoßen, lasst uns Engelsburg-Gruppen gründen. Mhm. Menschen, die sich zusammenfinden und nicht nur wir sind Bekannte, sondern ich habe dann empfohlen, werdet Freunde. Mhm. Das funktioniert. Und ich sehe, dass jede Engelsburg-Gruppe ist unterschiedlich. Das ist göttliche Vielfalt. Ja. Aber ich sehe, dass bei vielen Engelsburg-Gruppen wirklich enge Freundschaften entstanden sind. Und da stützt man sich miteinander. Das ist das Schöne. Man geht nicht mehr alleine, man ist nicht der Einzelkämpfer und man sieht, wir sind gar nicht so wenige, wir sind gar nicht alleine. Vor allem, das ist ja mehr wie Freundschaft. Also ich erlebe das schon seit vielen Jahren. Ich meine, wir sind ja in den 90er Jahren schon auf den Weg gekommen, meine Frau noch 10 Jahre früher, in den 80er Jahren. Sie war ja eines der ersten Medien und Heilerinnen und so. Da wurde noch der Scheiterhaufen aufgebaut, wenn sie nur was gesagt hat von Meditation und, so, und Chakren und sowas. Und wir erleben das schon sukzessive in begrenzten Bereichen, aber jetzt ist es natürlich ein kollektives Phänomen geworden. Ja. Jetzt geht es wirklich in die Menschheit rein und nicht nur in Ausgewählten oder in Pionieren. Und das sind Seelenfreundschaft, also Seelenbegegnungen, wo wir auch wirklich terminiert haben, hey, dann und dann treffen wir uns. Ob das jetzt eine Engelsgruppe ist oder bei uns bei Seminaren oder an anderen Orten, ist ja völlig wurscht. Ja. Aber es ist alles synchronisiert, das ist das Schöne dran. Ja. Und da wieder diesen göttlichen Plan, den wir ja selber auch als Seelenplan im Kontext mit der globalen Entwicklung, die passiert, eben auch selber geschrieben haben. Und wenn dann diese Dinge passieren, dann ist es natürlich wie so, wow, eine Welle, die mich plötzlich hochträgt und ich sehe zwar noch so das Dunkle oder den Sumpf, aber ich bin schon draußen und dann muss ich halt schauen, dass ich mich da nicht reinziehen lasse. Und da hilft natürlich diese Gruppenverbindung. Ja. Das ist ganz wichtig. Und dann wie der Adler über den Dingen schweben. Ich sage, ich empfehle immer, geht in die Adlerperspektive, bleibt oben, seht euch an, was da unten passiert. Ihr habt einen ganz anderen Überblick. Mhm. Wenn ich unten mittendrin bin, bin ich in dieser Froschperspektive. Oben, ich könnte zertreten werden. So, aber wenn ich oben bin, kann ich nicht zertreten werden. Ich schwebe über den Ding und ich muss mich auch nicht mit allem emotional verbinden. Überhaupt nicht. Gerade in dieser Zeit wäre das Schlimmste, was wir machen können, weil so viel emotional runterzieht, sondern dass wir immer unser Schwingungsniveau oben halten können. Ja. Und dann schweben wir über den Ding. Das gehört für mich auch wieder zum psychischen Detox, eben mich wirklich zu befreien von all den niederfrequenten auch Emotionen, die auch Resonanzverbindung natürlich schaffen. Und wenn da draußen dann irgendwas ist, was mich triggert, da nicht mich reinziehen zu lassen, das ist unglaublich wichtig. Wobei auch der Adler immer wieder landet. Ja. Das ist auch noch wichtig zu wissen, weil nur auf der Adlerperspektive, wir brauchen schon diese Verwurzelung. Also ich verwende halt oft diesen Weltenbaum, diese Symbolik, wo der Weltenbaum wächst in beide Richtungen, wie jeder normale Baum. Und wenn die Wurzeln halt wirklich resilient sind und stark sind und vor allem auch die fauligen Bereiche, die so abgestorben sind oder vermodern und letztlich auch den ganzen Baum gefährden oder beeinflussen, wenn die geheilt sind, dann stehen wir einfach da und können wirklich aus dieser Überperspektive aber verwurzelt das Ganze stehen, dem begegnen und uns natürlich aus der schöpferischen Freiheit unseres Willens entsprechend entscheiden. Brauche ich nicht mehr, stehe nicht mehr zur Verfügung, gehe ich auch nicht mehr rein. Aber in welcher Ebene bleibt der Adler? Der Adler hat meistens einen erhöhten Horst. Entweder in einem Baumgipfel oder an einer Bergspitze. Er bleibt oben. Er ist verbunden mit der Erde. Genau. Er ist verbunden und hat die Erdung. Und so handhabe ich das auch immer. Ich komme schon runter, aber ich gehe nicht bis nach ganz unten, weil... Also das haben wir ja alle durchlebt. Ja. Also wenn ich jetzt anschaue auf meinen Werdegang seit 1990, wo sozusagen das Erwachen bei mir initiiert wurde, auf Gran Canaria, so in dieser atlantischen Energie, auch perfekt synchronisiert,
Also ich hatte immer dieses Aufarbeiten meines eigenen Schattens, dann durfte ich wieder höher in mein eigenes Licht, dieses Hoch und irgendwann hat es angefangen in die kollektiven Strukturen. Ja. Weil das ist ja wichtig. Ich meine, wenn wir eine gewisse Bewusstheit oder eine gewisse Reifung erreicht haben, dann geht es ja um die Arbeit fürs Ganze. Und dann übernehmen wir auch Transformationsarbeiten im Kollektiv. Ja. Und da geht es auch nochmal, und ich meine, jetzt viele haben ja gerade in der Corona-Zeit, die noch nicht so auf dem Weg vorher waren, die sind ja nochmal ganz intensiv in die Themen der Kinder eingetaucht, in die Themen der luziferisch-satanischen Strukturen, um das einfach nochmal ganz deutlich bewusst, für sich bewusst zu werden, was läuft wirklich im Hintergrund und welche Kräfte haben hier das Sagen. Und wie lange das schon liegt. Ja, ja, das war ja nicht erst 2-3 Jahre, das läuft ja schon seit Jahrzehnten. Jahrtausenden eigentlich. Also wenn man die babylonischen Strukturen und die Baal-Kulte und all diese Dinge betrachtet, Sumer, also was da schon alles gesetzt wurde. Aber im Endeffekt war schon Atlantis polar, und die dunkle Seite hat dann irgendwann so eine Dynamik oder Intensität erreicht, dass dann halt die ganze Kultur dadurch untergegangen ist. Wobei die Perlen ja entsprechend verteilt gesetzt wurden, also die Samen. In den slawisch-arischen Veden wird dann auch beschrieben, einige kamen nach Takemi. Heute nennen wir Takemi Ägypten. Ah, okay, ja, und, das ist klar. Und da ist es halt, waren die ersten Pharaonen, die sozusagen das Ägyptische begründet haben, diese Hochkultur des Ägyptischen, kamen aus der weißen Rasa, den Stämmen der Asen, vom Land der Asen, und haben dann mehr oder weniger da das Ägyptische begründet. Darf man in Ägypten aber nicht wirklich sagen, weil da gibt es ja ab einem bestimmten Zeitpunkt, weil da herrscht nun mal der Islam, und ab einem bestimmten Zeitpunkt, da darf man nicht runtergehen, weil dann ist es sofort Ketzerei. Und, aber ich kann das bestätigen. Ja. Wir haben ja auch Ägyptenreisen gemacht, viele Jahre, bis dann der arabische Frühling, eher Winter kam. Ja. Und da haben wir das natürlich, die ganzen Tempel, die ganzen Anlagen, wir haben in den Pyramiden Stunden verbracht und so weiter. Also eindeutig die Informationen auch bekommen, das ist alles atlantisch im Endeffekt. Ja. Und das wurde alles so kultiviert, und zwar kann man sagen, wirklich vor 13.000 Jahren und nicht diese ganzen Datumsangaben. Genau, aber wir haben da auch nie großartige Diskussionen geführt, weil wir uns da gar nicht drauf eingelassen haben, weil es bringt nichts. Weil jeder darf ja in seinem Weltbild sein, jeder darf auf seiner Bühne sein. Und auch diese Streitgespräche, ich meine, das haben wir jetzt auch erlebt in der ganzen Corona-Zeit. Wie viele haben sich aufgerieben und wirklich wurden, ja, jetzt nicht gerade traumatisiert, aber frustriert in diesem, ich muss doch die wecken. Nein, müssen wir gar nicht. Wir dürfen das vorleben, wir dürfen unsere Wahrheit leben. Das ist eigentlich auch das Training, was jetzt auch ganz wichtig war in diesen Jahren, seit wir, wie ich es vom Maya-Kalender auch betrachte, seit Ende Juli 2019, wo wir dann in diesen Weltkrieg der Waage gekommen sind, wo es um den Weltenumbau im Außen geht, diese 13 Jahre bis 2032. Und dass wir uns eben stabilisieren in unserer eigenen Welt und die stärken und da unsere magischen Kräfte halt wieder entfesseln. Ja. Ganz wichtig, und zwar natürlich aus dem Herzen. Wollte ich gerade sagen, das Herz ist unser wichtigstes Organ in dem Moment. Ich bin Gegenwart, und ich meine sogar die ganzen wissenschaftlichen Untersuchungen der letzten Jahrzehnte, die ja belegen konnten, Herzsynchronizität bewirkt dann letztlich Gehirnsynchronizität, das ist die Grundlage. Und wenn wir eben in diesen 0,1 Hertz mit Mutter Erde schwingen, also wirklich in diese ganzen, ganz langsamen Frequenz, wo wir eigentlich in der Stille mehr oder weniger sind und in der Vereinigung mit dem Bewusstsein von Gaia. Und dadurch öffnet sich uns natürlich dieser Seelenraum, wo wir eins sind mit allem, was ist, also dieses Ich Bin. Und das bewirkt auch wieder die Impulse sozusagen für unsere Zirbeldrüse, Hypophyse, für unsere Gehirnsynchronisierung, dass da auch eben dann das Christusöl, was ja jeder Monat erzeugt wird in uns, immer wenn der Mond in unserem Sternzeichen angesiedelt ist, dass das die richtige Grundlage kriegt. Und eben raus aus diesen niederfrequenten Zonen. Und natürlich, es macht auch nichts, oder es ist auch Lernerfahrung, wenn wir da wieder reinfallen und wenn wir auf wieder denken, okay, Menno, jetzt haben wir wieder mal eine alte Kammer. Dann stehen wir halt auf, machen es wie die Kinder, dann stehen wir halt wieder auf und gehen weiter. Genau. Ich bin doch auch in meinem Leben so oft gestolpert und gefallen, aber ich bin nicht liegen geblieben und habe gejammert, ich bin aufgestanden und weitergegangen. Das ist auch also ein Grundprinzip, was uns in Mind Control beigebracht wurde, Fehler machen wird bestraft. Und das ist ein Riesenthema im Kollektiv. Ja.
Und weil Fehler machen ist Lernen. Mhm. Weil wenn wir etwas können und wir tun es einfach, dann lernen wir nichts draus, weil wir, außer die Bestätigung, wir können es schon. Ja. Oder Feinheiten, die wir da vielleicht noch verbessern können. Aber durch die Fehler lernen wir, wenn wir die wirklich reflektieren, nicht einfach in der Angst haben, oh scheiße, ich habe einen Fehler gemacht, jetzt werde ich bestraft. Mhm. Und das ist etwas auch, was so richtig auf den Menschen lastet, weil sie einfach nicht den Mut haben, aufgrund dieser Angst vor Bestrafung, in das Risiko, in das Experiment zu gehen und sagen, ich weiß es nicht, aber ich mache es einfach. Ja, und das ist doch das Wichtige dabei, dass wir eben auch ruhig mal Fehler machen. Ein würdiges Kind des göttlichen Vaters, ein Schöpferwesen, macht den Fehler einmal. Einmal, weil dann hat er daraus gelernt und weiß genau, das brauche ich nicht. Und wer es dann noch wirklich gescheit macht, der schaut auch bei den anderen. Der sieht auch bei den anderen, wenn sie Fehler machen, was das für sie bedeutet, für Konsequenzen hat, bei ihm bewirkt. Und dann kann man sagen, so, bei ihm habe ich das gesehen, das hat so und so funktioniert, brauche ich auch nicht nochmal machen, die Erfahrung nehme ich jetzt einfach mal mit. So, und das finde ich da gerade das Schöne, weil ich stehe da noch dazu. Ich bin auch nicht allwissend. So, und wenn jemand sagt, mich fragt, Martin, wie ist es denn da und damit, und wenn ich da nicht weiß, dann sage ich, tut mir leid, weiß ich nicht. Ich bin noch nicht allwissend, aber ich arbeite dran. Ja, der Punkt ist ja, dass wir immer auch nochmal die Identifikation noch nicht richtig verstanden haben zwischen ich als Martin, als Mensch in meiner irdischen Rolle, die ja eh nur vorübergehend ist, das ist ja ein reines Theaterspiel, und das, was ich wirklich bin in meiner Essenz als ewige, unendliche Ich-Bin-Gegenwart, als, man könnte auch sagen, göttlicher Sonnenstrahl, der sich als Martin kristallisiert, aber ich bin der ganze Strahl und vor allem ich bin die Essenz, genauso, nicht in der Quantität, aber in der Qualität. Und wenn ich diese Identifikation wirklich verlagern kann, wieder zurück in mein Ich Bin, dann ist eine ganz andere Grundlage, wie ich den Martin wahrnehme, wie ich ihn steuere auch natürlich, wie ich ihn trainiere, weil ich muss den Martin trainieren, weil er ja mein Gefäß ist. Er ist ja letztlich das Nadelöhr, wie ich dann als Seele in dieser Welt wirke. Also aber ein Teil zumindest. Natürlich wirkt auch meine Seele in den höheren Dimensionen unabhängig von Martin. Ja. Aber das, dieser Fokus, den wir hier haben. Und das ist natürlich dann, wenn wir dann das wirklich verstehen, ich habe diesen Menschen, also ich bin Seele und habe diesen Menschen und nicht ich bin Mensch und habe irgendwo eine Seele, die mich da abgeliefert hat vor der Geburt und dann nach dem Tod hoffentlich wieder abholt. Und dazwischen macht die sich ein so schönes Leben nach Wolke 7. Ja. Das ist natürlich eine ganz andere Grundlage. Und wenn wir aber verstehen, dass diese Welt ja letztlich wirklich eine multidimensionale Theaterbühne ist und dass es letztlich um unsere Seelenentwicklung geht. Also ich muss nicht an meiner, als Martin, an meinem Allwissen arbeiten, sondern ich muss einfach das auf die auflösen oder die Filter bereinigen, die verhindern, dass das, was ja eh schon da ist, durch mich als Martin auch in diese Welt kommen kann. Ich bin doch durch meinen göttlichen Funken bin ich doch ständig mit dem Vater, Mutter verbunden. Ja. So, es liegt doch nur an mir, ob ich wieder die Fähigkeit besitze, dann mir das Wissen direkt runterzuladen, dran zu kommen. Deswegen ist es auch so, wir erleben ja auch viel, was jetzt mit unserer wahren Vergangenheit ans Licht kommt. Ich mag das Wort Geschichte dafür nicht mehr nehmen, weil Geschichten kann ich erzählen, die müssen wahr sein. Genau. Aber unsere wahre Vergangenheit, so, und das, auch wenn so viel vernichtet wurde, es steht alles in der Akasha-Chronik. Genau. Wir kommen dran. Es ist nicht so, als wenn das für immer verloren wäre. Vor allem jetzt ist es noch leichter, weil ja das Erdmagnetfeld, was ja auch eine bindende und begrenzende Wirkung immer hatte in dieser Intensität, derartig offen ist und volatil ist und so weiter. Dass jetzt wirklich wir die Zugänge in diese Akasha-Bibliotheken viel leichter kriegen, auch gegen unseren Willen vielleicht manchmal, dass wir plötzlich eben geflutet werden, ob jetzt mit unserer eigenen seelenbiografischen Erinnerung, wo wir halt noch Dinge lösen dürfen, oder auch Fähigkeiten oder Bilder und das ist ja fast ein Massenphänomen, was natürlich auch zu Psychosen führt bei vielen Unvorbereiteten und zu einem Ansturm in den Psychiatrien und psychologischen oder auch in den ganzheitlichen natürlich Begleitungsbereichen, weil wir erleben das auch, also massiv, wie viel Nachfrage, wie viel, dass die Menschen wirklich aus dem Gleichgewicht sind, also gerade die halt nicht vorbereitend schon an sich gearbeitet haben. Aber es ist eine super spannende Zeit.
Und diese Multidimensionalität, die ja uns als jahrtausendelange 3D-zementierte Raupen, wenn man das Beispiel nehmen will, Raupen, und jetzt kommen die multidimensionalen Schmetterlingswelten plötzlich. Die gehen in die Metamor, da ist die Liebe drin, Metamorphose. Genau, ja? Genau. Und mit der Liebe können wir uns dann von der Raupe zum Schmetterling entfalten. Aber ich kann da verstehen, dass die Menschen, die natürlich hardcore noch in den Großstädten leben, in diesen Qualitäten bombardiert mit Technomagie, bombardiert also wirklich von allen Seiten mit diesem klebrigen, dunklen Harz, was sie da festigen will, dass die natürlich schon um, ich sage jetzt mal, um ihr Leben kämpfen und also wie ertrinken. Ja. Aber es zieht mir runter, das sind Strudel, da ist weiß nicht was alles. Und gerade für solche ist es umso wichtiger, auch mit dem Leben zu kommunizieren, weil das, was du sagst über das Ich Bin oder über die Seele, sind wir ja eh im Kollektiv verbunden, auch mit dem göttlichen Feld, mit diesem, also das, was wir Mama, Papa, Gott nennen, ist ja nicht irgendwo, sondern das ist hier, jetzt. Und in uns. In uns. Aber auch um uns herum. Also diese ganze Vakuumwelt und diese Energiewelt, die wir holographisch erleben halt, ist ja erfüllt von diesem Bewusstsein. Und wir können mit diesem Feld oder mit dieser Intelligenz ja kommunizieren, aber wir müssen es tun. Okay. Also man könnte sagen, Papa, Mama, wartet drauf, bis wir dann auf sie zukommen und sagen, helf mir. Wir sollten dabei vielleicht aber auch anmerken, es bringt nichts, ihm oder ihr immer was zu sagen. Wir sollten auch mal ruhig werden, in die Stille gehen, sodass wir auch etwas empfangen können. Meistens Gefühle, Emotionen, die dann hochkommen oder innere Bilder. Mhm. So, und dann haben wir schon die direkte Bindung, das direkte, diese Einheit. Die Einheit, genau. Dieser Flow, dann kommen wir in den Fluss. Ja, genau, dann kommen wir nämlich wieder in den Fluss. Und das spürt man so. Und das erlebe ich immer, wenn ich Vorträge halte. Wenn ich einmal im Fluss bin, dann ist doch die Zeit verschwunden. Genau. Ja? Und dann werde ich immer darauf aufmerksam gemacht, so anderthalb Stunden, dann machen wir eine Pause. Okay. Und dann nochmal hinten dran, weil wir hatten Engelsburg-Treffen in Pforzheim. Und wir saßen so richtig, war letztes Jahr im Sommer, war eine richtig schöne große Wiese und bin dann einmal im Fluss gewesen und irgendwann ging die Hand hoch. Martin, können wir mal eine Pause machen? Ich sage, ja gerne, wie lange rede ich denn schon? 3 Stunden. Zack. Ja, das habe ich nicht so wahrgenommen. So, und das ist halt, wenn man im Fluss ist, wenn es fließt. Und das liebe ich, weil das tut auch mir gut. Ja, vor allem, wir werden dann selber zu Botschaftern. Ja. Und wir werden ja selber auch in unserer Menschlichkeit geflutet von diesem Wissen, also mir geht das oft so, dass auch in Gesprächen oder in Vorträgen, dass Dinge, Wissen durch mich durchkommt, oder auch mit den Zeitqualitäten, wo ich dann im Nachhinein reflektiere, hey, wow, das war jetzt auch für mich wieder neu. Ja. Und dann, wenn ich dann meinen Vortrag gefilmt habe und mir den nochmal selber ansehe, dann erkenne ich plötzlich, guck mal, da hast du einen ganz anderen Zusammenhang gebracht, den ich vorher so noch gar nicht hatte. Genau. Und das ist, da könnt ihr nämlich sehen, dass auch wir noch weitergehen. Wir sind noch nicht am Ende angekommen. Auch wir entwickeln uns noch, auch wir entfalten uns noch. Auch wir dürfen noch lernen. Natürlich, mein Vorbild sind unsere Geschwister, die aufgestiegenen Meister. Das ist halt meine intensive Verbindung. Mhm. Und das ist für mich auch so die Richtlinie zu schauen, okay, wo stehe ich da, im Verhältnis zu denen? Und da muss ich sagen, da ist noch viel Luft und Raum der Entwicklung für mich persönlich da. Auch wenn andere dann meinen, ja, du bist doch schon so weit, und ich sage, das ist alles relativ. Ja. Weit ist immer eine Fixierung auf einen bestimmten Punkt, von dem aus ich gehe und sage, okay, von da nach da bin ich schon ein Stück weit, aber von da nach da bin ich immer noch auf dem Weg und lerne. Aber ich wollte vorher damit eigentlich nur klar machen, das, was du sagst, ist klar, wir müssen immer wieder in die Stille gehen, in den Empfang gehen, weil wir neigen dazu, ständig ja unseren Verstand plappern zu lassen. Und dann kommt nichts rein, weil wir ja ständig selber am Senden und Produzieren sind. Aber ich wollte eigentlich auf die Fähigkeit von uns raus, dass wir alle mit dem Leben kommunizieren können. Und gerade Mutter Erde, Gaia, sie ist ja die große Vernetzerin. Ja. Das heißt, Gaia hat auch mitunter die Aufgabe und vor allem auch das Bewusstsein, was wir uns gar nicht vorstellen können, alle Lebewesen miteinander zu synchronisieren. Ja. Analog zu ihren Wünschen oder von dem, was sie ins Feld geben. Und das nutzen die Menschen viel zu wenig, meines Erachtens, auch die auf dem Weg sind.
dass sie wirklich mit dem Kollektiv, mit Gaia oder eben dann mit Mama, Papa, Gott kommunizieren können und sagen, hey, bitte, ich bin jetzt reif, bring mir mehr von meinem Sinn.